Augen offen halten nach Snappern. In einer Stadt waren wir ja noch nicht. Na gut, theoretisch in zwei, wenn man so will. Kommen wir hier runter? Ich denke mal. Wir müssen ja noch nach Faring. Zack. Und dann müssen wir in die Hauptstadt. Ja. Yeah. So, ganz kurz orientieren. Wo bin ich? Da ist Dreles. Wer will was? Ein Wildschwein. Ich brauche aber keine Wildschweine, ich brauche Snapper. Ich weiß, wo es Snapper gab. Bei dem einen Druiden, da waren doch übelst viele Snapper. Oder haben wir die alle schon gekillt gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Hier, genau. Genau hier. Hier muss ich mich nochmal umgucken. Ich brauche 3 Snapper, dann bin ich zufrieden. Ja, ruckel, ruckel. Da drüben. Give me the Snapper-Leder. Meins. Gut, da waren jetzt nur noch 2. Mal weiterlaufen hier. Komm schon. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Ehre. Ehre. Zack. Und zack. Und da haben wir auch schon unsere neue Rüstung zusammen. Guck mal, hier war sogar noch eine Goblinbeere. Sehr nice. Gut. Ich teleportiere mich einfach mal fix nach Dreles. Und dann laufen wir von da aus zu dem Tempel, sagen dem da oben Bescheid. Oh, wir sehen uns. Jo, tun wir. Der Tempel war beim anderen Ausgang. Und dann wird auch noch so eine Sache 50.000 Gold. Wir haben gerade 58 oder so. Ich wollte nicht unsere ganze Goldreserve für den Typen da auf den Kopf knallen. Schwierig, schwierig. Na, mal gucken. So. Sagen wir dem Bescheid. Oder? Wie viel Gold haben wir denn gerade? 63. Da hätten wir noch 13 über. Ich meine, wir werden noch mehr als genug Gold bekommen. Wenn wir jetzt die Rüstung gemacht haben, dann haben wir auch erstmal halbwegs guten Schutz. Ja, ich gebe dem das Gold einfach. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hast du noch was zu sagen? Kümmer dich besser um deinen Kram. Nee, ich muss mich ja um euren Kram kümmern. So, Charles. Der gute Charles, der uns mal das Fell über die Ohren ziehen wollte. Ich habe mit Russell, dem Anführer von Nemora, gesprochen. Großartig. Was sagt er? Tja, das mit der Verstärkung kannst du vergessen. Verflucht. Ich hatte es befürchtet. Nichts für ungut. Dann werde ich mir was anderes überlegen müssen. Hier, für deine Mühen. 300 Gold. Na gut. Also, gebe ich ihm das Gold? Komm, ich gebe ihm das Gold. Wieso nicht? Hier haben wir nichts weiter zu tun, ne? Nö. Tada! So, wo sind wir? Boris! Wir passen auf. Das ist sehr gut. Wir reden später, Mora. Machen wir. Hey, hier ist noch ein Waffenbündel. Lol. Wie oft bin ich da schon dran vorbeigelaufen? So, wo bist du? Wacke die Wackwack. Es ist deine Ehre. Ich speichere mal. Neuer Spielstand. Speichern. Hier sind deine 50.000 Goldmünzen. Wer hätte das gedacht? Gib das Gold schnell her, bevor es dir jemand abnimmt. Was ist mit dem göttlichen Artefakt? Du kommst schnell zur Sache, was? Gut, hier hast du es. Aber erzähl keinem, dass ich es dir gegeben habe, sonst wird es dir schlechter gehen, klar? Moros haben keine Ehre. Nice, Adanos Amulett. Was kann das? Ist ein bisschen doll langweilig, ne? Unser macht wenigstens plus 10 Stärke. Da haben wir noch maximale Mana. Das ist eigentlich noch ganz nice. Aber das... Na, ich weiß ja nicht. Aber jetzt haben wir den Ring und das Amulett. Da
Das okay. Will ich nicht weiter dulden. So. Das sagst du immer. Jetzt machen wir Folgendes. Gut. So, was wollen wir jetzt machen? Warte mal, wir haben dem gerade die 50.000 gegeben. Wir könnten mal versuchen, hier unten einzubrechen. Speicher mal. Mach mal auf. Und rein. Okay, einmal kurz umgucken. Stadtkasse. Du bist eine Metalltruhe. Schatz. Auch nochmal Stadtkasse. Oh. Und Metalltruhe. Ja, zuerst ist die dran. Ne? Wir wissen alle. Oh, da ist noch ein Waffenbündel. Okay, ich speichere nochmal. Mach mal auf. 13.000. Ich gehe kacken. Okay. Da ist noch ein Schatz. Da ist noch ein Schatz. Und raus hier. Haben wir unsere Geldreserven wenigstens wieder ein bisschen aufgestockt. Die werden uns zwar jetzt ansprechen, könnte ich wetten. Nee? Nicht? Wie bist du denn hier? Ach, ein Kuh. Okay, so, ich gehe mal jetzt hin zu ihm hier. Wir haben ihm ja das Geld gegeben. Hallo. Vak hat genug Gold, um seine Schulden bei euch Assassinen zu begleichen. Ich habe es schon gehört. Reife Leistung, Fremder. Jetzt kann ich dir ja sagen, wo sich das göttliche Artefakt befindet. Ich weiß bereits, wo das göttliche Artefakt ist. Nun, dann habe ich nichts mehr als Gegenleistung für deinen Dienst, Fremder. Doch sollst du nicht mit leeren Händen bleiben. Nimm dieses Artefakt als Preis für unsere Abmachung. Amulett des Schutzes, okay. So, die kriegen wir ja leider nicht. Was kann denn der Amulett des Schutzes? Haben wir das nicht sogar schon? Ne, scheint nicht. Okay, naja. Wenn wir... Wir müssen jetzt an die Schmiede unsere Rüstung machen. Was haben wir gerade? Gucken. 30, 30, 30. Du weißt genau, woher unser Geh mal weg da. Das sagst du. Hallo, geh mal weg da. Mit Noras hat man nichts als Arme. Kriegsarmbrust, stimmt. Ein ordentliches Hier kriegt man die also auch, okay? Das hast du dir nicht verdient, Mara. Ruhe, Ork-Söldnerrüstung, die ist natürlich... Soll ich das jetzt beeindrucken? Ja, der lässt uns nicht an den Schmiedestein. An den Amboss. Was haben wir noch zu tun? Mach mal alle. So, das sind die Hauptquests. Das Geheimnis des Druiden Runak. Hm, ja. Ach, halt doch dein Maul. Ja, der Meinung bin ich auch, halt doch dein Maul. Ein ordentliches Stück Fleisch wäre mir lieber. Es ist deine Ehre. Du musst Wir könnten uns theoretisch gegen die Waldläufer stellen. Da muss man hart durchgreifen. Ne, an und für sich sind wir fertig. Wir könnten uns gegen die Waldläufer stellen, um weiterzumachen. Ne, dann könnten wir unter anderem noch einen Druidenstein bekommen und noch ein paar Quests abhaken. Weil alternativ wäre jetzt, wir gehen nach Gotha und dann nach Faring. Ich gehe erst nach Gotha. Wir gehen jetzt erst nach Faring und dann. Und dann machen wir das. Wir haben sogar beide Teleportsteine nach Gotha. Nice, nice. So, das wird jetzt wieder eine Sekunde dauern. Ja. Und da sind wir auch schon. Oh! Junge, hier ist ja ordentlich was passiert, wa? Mal gucken. Reiter, Bauer, befreite Typen, alle befreit, Miliz. Was gibt hier drinne jetzt? Hier traut sich immer noch keiner so wirklich rein. Verstehe ich auch. Da ist ein Schmied. Lass mich mal bitte an den Amboss. Sei brav. Hallo. Ich häng fest. Geh weg. Moin. Zeig mir deine Ware. Hast du was Interessantes? Ein Langschwert? Zweihänder? Hast du auch so einen Zweihänder zu verkaufen, dass ich weiß, wie gut er ist?
Haben wir einen Zweihänder dabei? Nee, keine Ahnung. Kostet 450. Hm. Mächtige Ork-Axt. Oh, die wäre geil. Oh. Große Waffen 3. Wer bringt uns das bei? Geh doch mal weg da. Ich will dann in den Amboss. Mann. Habt ihr nicht noch eine zweite Schmiede irgendwo? Ist hier jetzt ein Alchemist drin? Wenn ich mich irre. Wenn ich mich nicht irre. So. Hast du was Interessantes? Nö. Okay, die Truhe haben wir ja geplündert. Gehen wir mal hoch. Ich will die Rüstung jetzt machen. Kann doch nicht wahr sein. Gorn. Zähl mal. Ach, den können wir immer noch mitnehmen. Miliz. Hey. Da. Amboss. Crawl, crawl, crawler Rüstung. Benötigtes Jagdgeschick 160. Das ist aber alles kein Problem. Zeig mal. Aber trotzdem geht das so nicht weit. Oh ja, oh ja. Am besten du erledigst das. Damit sind wir sogar Wildjäger. 160. Was haben wir? 130. 30 Jagdgeschick bräuchten wir dafür. Würde ich sogar fast schon. Veteran. Talentierter Schmied. Kann dir doch egal sein. Langschwert. Wieder die mächtige Ork-Axt. Ich weiß, die ärgern mir. Die wissen, dass ich die haben will. Auch alles gelootet. Na gut. Sich von selbst. Gibt es hier keinen Anführer so wirklich? Also ich kann mir vorstellen, dass Gorn hier die Rolle des Anführers übernimmt, aber... Ne? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Und hier war ja der Burgfried. So, ist hier jetzt einer drinne? Tatsächlich ja, schon. Weißt du eigentlich, was das für eine Plackerei ist, eine ganze Stadt wieder aufzubauen? Kann ich mir vorstellen, wieso? Bring mir die... Ach, Diebeshandwerk bringt einen bei. Niederschlagen, Taschendiebstahl. Zeig mir dann. Da hat er aber auch nichts Besonderes. Die 5 Dings nehme ich mal mit. Zack, zack, zack. Na gut, statt 58.000 Gold haben wir jetzt 28. Kann man, denke ich mal, mit leben. So, und von hier aus gehen wir jetzt mal nach Faring. Guck mal, wie da so abläuft. Wenn wir da fertig sind, geht erstmal in die Hauptstadt. Die Hauptstadt. Jo. Hä, wo kommt ihr denn her? Ich habe hier doch eigentlich alle gekillt. Nanu. Naja, solange das mit der Quest trotzdem alles hingehauen hat. So, hier geht es lang nach Faring. Dann wollen wir doch jetzt mal lang gehen, wa? Schon ein paar Wölfe rumlaufen sehen? So, hier sieht es aus, als hier, wenn hier eine Höhle sein könnte. Da läuft ein Ork rum. Machst du hier? Weiß kein Mensch. Hä? Okay. Schön umgucken. Da könnte eine Höhle sein. Aber ist da auch eine? Hey. Die lernen es nicht. Au, 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 au. Junge. Ja, wieder ein zu weniger. Ja, halt Maul. Guck mal, Ork. Okay, hier kommt man noch so ein bisschen hoch. Aber es bringt einem genau gar nichts. Dann wieder runter. So. Einmal in die andere Richtung. Da hinten sieht aus, als wenn es auch was geben könnte. Ist da eine Höhle? Gibt es da irgendwas zu holen? Aua, mein Kopf. Noch mehr Wölfe. Attacke! Jo, ruckel, ruckel. Hör auf zu ruckeln. Ich glaube, hier ist wirklich irgendwo eine Höhle. Zack, zack, zack. So. Bisschen Wagfell. Wo waren die anderen beiden? Hier war einer. Irgendwo war noch einer. Keine Ahnung. Hier. Zack. So, gibt hier sonst noch irgendwas? Nö. Oder doch, da stehen noch Kisten. Und eine Truhe.
So, einfach nur eine Truhe. Abgebrochen. Mach auf. So, nichts Besonderes. Will ich da jetzt endlich mal in dieser Schneise gucken. Da auch irgendwas drin ist. Hallo? Nö, na danke. Egal. Hier kann man nur noch hoch. Gibt hier irgendwas? Hopp, hopp. Ruckel, ruckel. Hier ist irgendwo eine Höhle, ich weiß genau. Hör auf zu ruckeln. Hey. Da. Ah, Snapper. Maul halten. Zack, zack. Da ist noch einer. Du wirst überhaupt nichts machen. Ey! Das sind meine EP. Was soll das? Hau doch die Snapper! Wieder eins weniger. So, Ruhe. Metalltruhe. Nehmen wir mit. Könnte mich langsam mal wieder heilen. Zack. Zack. Und zack. Gut, da ist ein Wasserfall. Schön umgucken. Nichts verpassen. Okay. Ein Ripper. So, hier läuft wieder ein Ork umher. Da unten, da ist eine kleine Brücke. Hey. Okay. Na, wir gehen erstmal den Weg. Ach, da ist Faring. Da ist Faring. Na gut. Noch ein Ripper. Jack. Jack the Ripper. Okay. So, wo geht hier lang? Ach, hier geht nach Vanguard. Okay. Aber da wollen wir noch nicht hin. Sprich, da müssen wir auch noch einmal rumgehen. Da sind ja noch lauter böse Orks vor. Also wirklich Orks, die direkt aggro sind. Ne, die sind da nicht so friedlebend, in Anführungszeichen, wie die in den Städten. Sondern die greifen einen direkt an. Zack. So, so, so. Und hier gibt wieder ein paar Trolle. Speichern. Ich zähle gerade 3. So. Komm mal her, mein Großer. Au. 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 Einmal 6. Einmal looten. Hallo. Loot ihn. Loot ihn hört sich an wie Putin. So, nächster. Au. Zack, zack. Töte die 3 Trolle in den Hügeln vor Faring. Das war eine Quest. Nice. Haben die vielleicht auch irgendwas Schönes bewacht? Schwere Truhe vielleicht? Nicht? Gar nichts? Lol. Was macht der denn hier neben? Wer ist er denn? Tippler. Hast dich wohl verlaufen, was? Wie kommst du darauf? Bist hier ziemlich abseits von den Wegen und wie ein entlaufener Sklave siehst du nicht aus. Ich bin Tippler. Ich wohne hier. Ja, moin. Was machst du hier draußen? Eigentlich bin ich Jäger, aber die meiste Zeit verwende ich darauf, meine morsche Hütte zu flicken. Wenn's dann doch mal langweilig ist, genieße ich meinen selbstgebrannten Schnaps. Willst du mal kosten? Oh, von mir aus. Gib her. Hier, nimm. Aber sei vorsichtig. Das Zeug brennt wie ein Snapperfurz. Ruppig. Kannst du mir zeigen, wie man jagt? Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen eingerostet und muss mich um 1000 Sachen kümmern. Aber wenn du mir ein bisschen hilfst, kann ich dir zeigen, wie man mit dem Bogen umgeht. Wie kann ich dir helfen?
Nicht weit von hier gibt es eine alte Ruine. Ich benutze sie oft als Nachtlager für die Jagd. Leider nisten sich dort öfters mal Goblins ein, wenn man länger nicht mehr nach dem Rechten sieht. Erledige sie für mich. Erledige die Goblins in der alten Ruine vor Faring. Alles klar. Hast du hier was Interessantes drinne? Nö. Gut. Alte Ruine. Okay. Dann werden wir die doch mal suchen. Hier irgendwo? Gucken. Das Scavenger. Da waren die Trolle. Scavenger! Scavenger! Oh, aua! Aua! Junge! Heizt er mir noch ordentlich ein, der Scavenger? Guck mal, da sind noch mehr. Die sieht aus wie so eine Treppe. Zack, zack. Ach, guck mal, da sieht man schon die Kuppel von Vanguard. Hey, eine alte Ruine. Vor Faring, ja. Das ist so eine Interpretationssache. Was ist vor Faring und was nicht? Ach, da. Da ist doch eine Scavenger! Zack. Gar nicht lange mit aufhalten. Okay. Und das ist besagte Ruine. Gucken, vielleicht gibt hier irgendwas. Oh, das sind viele Goblins. Zack, zack. Einer fehlt noch. Haja! Hey, hallo. Blöde Sau, bleibst du wohl hier? Alles klar. Jagdgeschick plus 1. Stimmt, wir müssen Jagdgeschick lernen für unsere Rüstung. Ey, da war eine Truhe. Die sieht gut aus. Das war eine einfache Truhe? Die sah irgendwie besonders aus. Oh ja, schöne Texturen, wirklich. So. Mal fix rüber looten. Hier noch was? Nö. Ja, da unten steht einmal wie so ein... Ja, wie so ein Ork-Ring aus dem zweiten Teil einmal rum. Und da sind Gargoyles. Müssen wir gleich erstmal gucken gehen. So, aber hier war weiter nichts, ne? Mal gucken. Sonnenkraut. Ne, alles klar, ich war in der Wand. Sieht nicht so aus, als wenn hier noch was gewesen wäre. Na, jetzt muss ich erstmal nach den Gargoyles da gucken. Mal kurz voll heilen. Mal speichern. Gut. 3 Gargoyles. Oh. Ich glaube, ich habe da eine schwere Truhe gesehen. Das heißt, wir werden die zu 110% machen. Ich werde keine schwere Truhe verpassen. Na, kommt her. Warte auf euch. Hey, schön auf die Fresse geben. Ja. Yeah. Okay. Das war einer. Jetzt der zweite. Der dritte hat sich zum Glück wieder zurückgezogen. Er war kurzzeitig auch auf der Jagd nach uns. Ja, ja, ja. Komm. Perfekt. So. Kurz looten. Einmal überspeichern. Und rein. Perfekt. So, da unten rechts sehe ich ein Wildschwein, links sehe ich einen Goblin und eine Blutfliege. Hey! Du Sau. Gut. Und alte Truhe, verdammt. Hab gehofft, es ist eine schwere. Na gut. Nimmt man trotzdem mit. Jagdbogen, Seelenwanderung. Der Magier löst seinen Geist von seinem Körper. Oh. Das ist zum Scouten relativ gut. Hey, das ist sehr nice. Das nimmt man gerne mit. Mal gucken, wofür wir das irgendwann mal benutzen werden. So, da ist noch ein Wildschwein. Wollen wir schon hier runtergehen? Nee, das können wir machen, wenn wir dann nach Vanguard wollen. Dann werde ich erst den Ork-Ring da drumrum dezimieren.
Und dann werde ich mich rein teleportieren. Guck mal, da hinten sehen wir schon. Da haben sie sich auch niedergelassen, die Orks. So, einfach ein bisschen umgucken hier. Guck mal, hier ist eine Metalltruhe. Okay. So, was gibt hier? Rostiges Schwert. Mal drumherum. Wie gesagt, da wollen wir noch nicht hin. Einmal hier hochspringen. Können ja auch schon zurück zu dem Jäger. Meine Güte, wann man hier mal seine Ruhe hatte, ich weiß ja nicht. Na egal, geht ja schon weiter. So, hier gibt überall nichts. Mal hier ein bisschen höher springen. Hier ist dann das Gerät, das aussah wie eine Treppe. Gehen wir hier einmal rum, da sehen wir schon die toten Trolle. Hier sind wir wieder bei dem Jäger. Gut. Es waren nur ein paar Goblins in der Ruine. Hast du sie erledigt? Ja. Gut gemacht. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man mit dem Bogen schießt. Bring mir was über die Jagd bei. Jagdgeschick brauche ich. Nur weiter so. Ich glaube 160. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, bevor ich irgendwas falsch mache. 160, jo. So, zack. Gut. Zack. Was? 1, 2, 3. Hier. Gut. Und tatarata. Endlich. Oh ja, wir sehen aus wie im ersten Teil. Sehr nice. Endlich haben wir eine bessere Rüstung. Oh, das tut gut. So, was gibt hier drüben? Ach, da drüben ist ja dann der Weg nach Vanguard. Also interessiert uns das noch gar nicht. So, wir gehen erstmal hier hin wieder zurück. Genau, wir kamen hier über die Brücke, sind dann da hingegangen. Jetzt gehen wir weiter hier hoch oder auch nicht. Gehen erstmal weiter runter. Ach, hier ist dann die Brücke. Lol, das geht einfach nur. Ach so, na gut. Wozu auch immer die Brücke dann da ist, hat zwei Brücken. Soll mich nicht interessieren. Ich bin nicht der Innenarchitekt oder Außenarchitekt. Und wieder oben hoch hin. Hoppa. Hopp. 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 Jo. Alles klar. Hier sollten wir noch gar nicht sein. Geh mal wieder runter. So. Gehen den regulären Weg jetzt mal lang. So, einmal hier hoch. Zack, zack.